Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine neue Ausgabe von Dingen, die Lehrer eigentlich gar nicht tun dürfen, aber trotzdem tun. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausgabe das eigentlich ist, entweder die vierte oder die fünfte. Weißt du das, Jeremy? Ich zähl doch nicht mit. Nein? Okay. Die erste Sache ist im PC-Raum. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns war es immer das absolute Highlight des Schultages, wenn es hieß, heute gehen wir mal in den Computerraum. Und alles so. Ich glaube, das war der hässlichste Tanz auf YouTube ever. Egal, auf jeden Fall, wenn man erstmal im PC-Raum war, ich weiß nicht, hat irgendjemand jemals im PC-Raum ehrliche Arbeit verrichtet? Wirklich für Sachen recherchiert? Also bei uns war das so, wir hatten so eine Sperre eingebaut, also konnten jetzt nicht irgendwie auf Facebook gehen oder auf irgendwelche Instagram, irgendwelche so Seiten, sondern nur auf seriöse Seiten, die man eigentlich zum Lernen braucht. Aber diese Sperre war, sag ich mal, jetzt nicht so perfekt. Und es gab so ein ganz paar wenige Flash-Game-Seiten, die trotzdem noch funktioniert haben. Und die galt es immer zu suchen. Und dann haben wir aber alle dasselbe Game gespielt und immer gegeneinander, wer den höchsten Highscore hatte. Natürlich immer, wenn der Lehrer rumgelaufen ist, alle plötzlich so, oh, schnell gewechselt auf Wikipedia. Wir haben ja schon voll viel hier vorbereitet im Dokument, gucken Sie mal. Und wenn er weg war, direkt wieder weitergespielt. Ja, ja, liebe Freunde, so waren wir damals. Wir kleinen Schlingel. Irgendwann hatte sogar jemand mal Counter-Strike geschafft zu installieren. Und das haben dann alle gegeneinander gezockt. Das Ding war zu der eigentlichen Sache, die Lehrer eigentlich nicht dürfen, also kommen wir jetzt. Laut dem Rechtsanwalt Christian Solmecke, der auch YouTube-Videos macht und den ich ziemlich cool finde, ist es nicht erlaubt, dass ein Lehrer euch überwachen darf. Das heißt, meistens gibt es den Computerraum, das gab es bei uns auch. Und ich denke mal, bei den meisten bei euch auch. Programme für den Lehrer, damit er auf seinem PC sehen kann, was die Schüler eigentlich machen. Und die meisten Lehrer klären darüber einfach gar nicht auf und überwachen euch quasi so heimlich mit diesem Programm. Und das ist nach der Auffassung dieses Rechtsanwaltes nicht erlaubt, einfach die Schüler heimlich zu überwachen. Bei uns war das relativ einfach, dieses Programm auszutricksen. Man konnte das ganz einfach beenden. Die zweite Sache im Sportunterricht. Es gibt ja immer so Themen im Sportunterricht, auf die freut man sich total. Bei mir war das zum Beispiel Ballsportarten, habe ich geliebt. Fußball zum Beispiel, Handball, sowas, Basketball von mir aus auch noch. Das war so alles meins. Was absolut nicht meins war, waren so Sachen wie Turnen, Gymnastik oder Tanzen. Ich hatte später mal tanzen, aber das ist eine ganz andere Geschichte, die ich irgendwann mal anders erzähle, als ich vor der ganzen Klasse vortanzen musste. Wie gesagt, Freunde, das erzähle ich euch später mal. Wie gesagt, ich bin einfach nicht so irgendwie so gelenkig oder sowas. Und als wir dann irgendwie so Sachen machen mussten wie Rolle rückwärts oder doppelte Rolle rückwärts und so ganzen Kram, ich konnte das nie, hab's irgendwie versucht, aber es war einfach nicht meins. Ich denke mal, jeder hat so seine persönlichen Hassthemen im Sport. Die Mädchen mochten die Ballspiele nicht, die Jungs das Turnen nicht. Das Ding ist, ein Lehrer darf aber euch nicht eine zu schwere Aufgabe im Sport stellen. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt jemand ein bisschen dicker ist und euer Lehrer gibt ihm eine Aufgabe, keine Ahnung, was am Rekturnen, was weiß ich, irgendwas, was er gar nicht schaffen kann mit seinem Körper. Und es gibt Lehrer, die das trotzdem ganz gerne machen, genau wenn sie wissen, er wird das niemals schaffen. Und sie lassen ihn trotzdem vor der gesamten Klasse genau das tun. Das dürfen sie nicht. Wenn sich dieser Schüler dann dabei verletzt und man konnte ganz klar sehen, dass er nicht dafür gemacht ist, dann kann der Schüler sogar Schmerzensgeld verlangen. Das ist eine ganz interessante Sache, wie ich finde. Ich finde es aber generell extrem blöd, wenn Sportlehrer meinen, sie müssten Schüler, die augenscheinlich etwas überhaupt nicht können, vor der ganzen Klasse das vorführen lassen. Finde ich totalen Schwachsinn, ganz ehrlich. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Die letzte Sache. Ich hatte einen Lehrer, der hat sich immer so lange Zeit gelassen, die Arbeiten zu korrigieren. Jetzt habe ich erfahren, er dürfte das eigentlich gar nicht. Denn in den meisten Bundesländern ist es geregelt, dass man nach 3 Wochen die Arbeit korrigiert zurückgeben muss. In Bayern sind sogar nur 2 Wochen. Und ich hatte einen Lehrer, der war extrem chillig, aber auch extrem chillig im Arbeiten korrigieren. Er hatte einen Spruch, er hat immer gesagt, ja gut, die Arbeit habe ich jetzt noch nicht mitgebracht, aber eure Arbeit ist ja wie guter Wein. Je älter, desto besser. Und ich dachte mir immer so... Es gibt auch so Lehrer, die ganz schnell korrigieren. Ich hatte eine Lehrerin, die hat immer von einem Tag auf den nächsten korrigiert. Die wollte es halt immer direkt weghaben. Ich wünschte, ich wäre so ein Mensch, ich schiebe immer alles auf, immer weiter. Ich hatte auch einen Lehrer, der immer ganz witzig korrigiert. Der hat immer so lustige Smileys an den Rand gemalt. Der hat immer so riesige Kreise um die Fehler gemalt, als wären das YouTube-Thumbnails. Okay, war nicht witzig, ich hab's verstanden. Aber ich wollte mal eine Kleinigkeit sagen. Weil viele gesagt haben, ja, Julian, mit den roten Kreisen, das finden sie nicht so cool in den Thumbnails. Und ich muss sagen, ja, ihr habt recht. Ich werde aber jetzt keine unnötigen roten Kreise mehr in die Thumbnails packen, sondern gelbe Kreise. Nein, Spaß, ich werde das wirklich nicht mehr machen. Es kamen viele von euch, haben das gesagt und ich muss sagen, ihr habt wirklich recht. Rote Kreise, es war eine schöne Zeit mit euch. Ja, liebe Freunde, das war es erstmal von dem Video. Und wenn ihr wollt, dass eure nächste Arbeit pünktlich zurückgegeben wird und eine 1 ist, ja dann, liebe Freunde, was müsst ihr dann tun? Ihr wisst es doch ganz genau. Ihr lasst jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Das wird natürlich wie immer passieren, oder Jeremy? Das wird ganz bestimmt passieren. Wenn sogar Jeremy es sagt. Also haut den Like-Button mal so richtig fest kaputt. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.